Sabine P. hatte einen Bauunternehmer gebeten, sich mal ihre alte Scheune anzusehen, damit sie beurteilen kann, wie sie möglicherweise einen Umbau zu einer Wohnung vornehmen könnte, die sie dann vermieten würde. Der Bauunternehmer hat einen Architekten hinzugezogen, der nach Besichtigung des Objektes eine umfangreiche Planung erstellt hat, wie die Idee von Frau P. verwirklicht werden könnte. Als Sabine P. aber keine Bank fand, die das Vorhaben finanzieren wollte, gab sie ihren Umbauplan auf. Der Architekt fordert nun erhebliche Beträge als Honorar für seine Planungsleistungen. Zu Recht? Die Frage ist hier, ob zwischen Frau P. und dem Architekten überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist und wenn ja, welchen Inhalt dieser Vertrag hatte. Also unter anderem auch die Frage, was schuldet denn wer, schuldet unsere Zuschauerin überhaupt ein Honorar für die Leistung, die der Architekt erbracht hat? Der Architekt hat doch aber in jedem Fall Planungsleistungen erbracht. Hat er da nicht auch Anspruch auf eine Vergütung? Zunächst erstmal noch nicht, denn die Frage ist, ob und welche Leistungen überhaupt Gegenstand einer vertraglichen Vereinbarung gewesen sein können, sondern zunächst mal muss tatsächlich die Frage geklärt werden, ob ein Vertrag überhaupt geschlossen worden ist. Ein Vertrag setzt ja voraus, dass die Vertragsschließenden, die Vertragsparteien wechselseitig übereinstimmende Willenserklärungen abgeben. Das heißt, dass die beiden, zwischen denen der Vertrag zustande kommen soll, sich einig sind, das soll gemacht werden und das soll als Gegenleistung dafür erbracht werden. Und das ist hier schon fraglich, weil Frau P. den Architekten gar nicht selber hinzugezogen hatte. Beauftragt worden ist der von den Bauunternehmern. Außerdem ist die Frage, ob die Leistungen des Architekten nicht mehr oder weniger der Akquise dienten, also sozusagen eine Vorleistung gewesen sind, in der Erwartung, den Auftrag erst noch zu erhalten. Aber bei einem solch erheblichen Umfang der Tätigkeit des Architekten musste Frau P. da nicht klar sein, dass sie einen Auftrag sozusagen stillschweigend erteilt? Ja, in der Tat können Verträge natürlich auch stillschweigend geschlossen werden. Die Juristen sagen dazu konkludent. Aber durch dieses stillschweigende Verhalten, es muss trotzdem eine Übereinstimmung da sein. Es muss schon auch durch das Verhalten der Wille der Vertragspartner zum Ausdruck kommen, dass man einen Vertrag schließen will. Und zwar beiderseits. Also aus den Umständen muss erkennbar sein, dass man sich wechselseitig vertraglich binden will. Und gerade Architekten erbringen nicht selten, teilweise auch sehr umfangreiche Vorleistungen zur Vertragsanbahnung. Also wie gesagt, in der Erwartung, man könnte da eventuell einen Vertrag schließen. Das OLG Celle hatte im Jahre 2010 mal entschieden, dass ein Architekt auch beweispflichtig dafür ist, welchen Umfang der die vertraglichen Vereinbarungen haben soll, dass überhaupt ein Vertrag zustande gekommen ist. Das Ausmaß der Leistungen, die der Architekt erbracht hat, reicht alleine nicht aus, um einen Vertragsschluss anzunehmen. Es sieht also nicht schlecht aus für unsere Zuschauerinnen. Genau, das scheint ein ähnlicher Fall zu sein wie der, der damals vom OLG Celle entschieden worden ist. Hier kommt noch hinzu, dass die Zuschauerin eben den Architekten gar nicht selber aufgefordert hat, irgendwelche Leistungen zu erbringen, sondern der Bauunternehmer. Also sie kann getrost zum Anwalt gehen und von diesem die Forderung zurückweisen lassen. Frage und Antwort. Wegen Mängeln an der Leistung eines Brunnenbauers hatte ich mit Hilfe eines Anwaltes geklagt. Das Gericht hat mir einen Kostenvorschuss für die Mängelbeseitigung zugesprochen, den der Brunnenbauer auch an mich gezahlt hat. Jetzt will er das Geld zurück, weil ich mit der Beseitigung der Mängel nach einem Jahr noch nicht begonnen habe. Muss ich trotz des damaligen Urteils den Betrag zurückzahlen? Der Vorschuss dient der tatsächlichen Mängelbeseitigung. Er ist also keine Abgeltung des Mangels. Über den Vorschuss muss demgemäß noch abgerechnet werden. Wenn der Vorschuss zu hoch gewesen ist, dann müssen Sie dem Unternehmer etwas zurückzahlen. Wenn der Vorschuss zu niedrig gewesen ist, können Sie den Fehlbetrag vom Unternehmer noch anfordern. Die komplette Rückzahlung können Sie jetzt noch vermeiden, wenn Sie alsbald, also unverzüglich, mit der Mängelbeseitigung beginnen und danach abrechnen.